Ist nicht viel Platz. Guck mal, wenn da vorne ist, die Kiteboards sind, ist nicht viel, weil ich hab gedacht, ich hätte mehr Platz hier drin. Wie viel Platz willst du denn haben? Und die Frauen, mit denen ich starbe, die sind ja meistens größer als ich. Das heißt, die haben noch längere Beine als ich. Eigentlich ist jeder größer. Von Mieter-Dude habe ich zwei Transportschäden da. Das heißt, wir können die sind eh gebrochen. Ach so. Und die können wir dann zusägen und dann direkt da dran packen. Um, vor allem, wenn wir da kein Holz dran machen, sparen wir auch Gewicht. Ist ja auch, ich habe die Platten, die ich da habe, das ist schon nicht wenig, ne? Da muss was ran. Ja? Ich glaube, ja. Na, warte mal. Oder wir machen halt auch... Ja, einen. Doch, das ist... Man sägt halt durch und macht auf der Rückseite dann eine Gegenkonstruktion. Ja, da war wirklich eine. Ist ja schon wieder gut drauf, ne? Ja. Ja, was ist denn mit den Haltegurten hier, mit den Ösen? Die brauchen wir nicht. Nee, also die, weiß nicht, die können ja bleiben, die stören ja nicht, aber die am Boden würden wir jetzt erstmal alle abmachen. Wobei, ich glaube, die sind tiefer als diese Erhöhung hier. Ja. Ich glaube, das geht. Guck mal, das geht hier, guck mal. Ja, doch, das würde gehen. Kann man eine Platte rauflegen, probieren. Ja. Hast du recht. Ja, dann können wir die drinnen lassen, dann brauchen wir. Ich bin schon wieder total gestresst von der ganzen Arbeit. Wie viele Kite-Shops muss man eigentlich haben, um so ein Auto fahren zu können? Am besten gar keinen, ne? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Steffen, wir haben nur die eine Pappe da. Jetzt habe ich da noch einen Karton bei mir im Laden. Da ist ein Kiteboard drin, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Oh. Ja, und ich habe gedacht... Welches kann das denn sein? Ich habe gedacht, wir machen ein kleines Unboxing-Video und du packst aus. Oh, mich stresst die ganze Arbeit schon wieder total. Steffen, ich weiß, dass dich das Ding schocken wird, weil das Ding ist custom made. Oh. Wollen wir mal jetzt mal ein spontanes Unboxing-Video noch mal zwischendurch? Ja, lass mich das hier noch mal. Pack das jetzt aus. Ja, mach das mal. Dementsprechend ist es immer geil, Sachen zu bekommen. Ich meine, wer freut sich denn nicht? Eine Lieferung zu erwarten und dann kommt die endlich an. So. Also, krass, wie leicht das ist, ne? Ja, das ist wirklich sehr leicht. Also es könnte auch einfach nur, vielleicht hat er vergessen, das mit reinzupacken. Vielleicht hat er ja vielleicht sind ja nur Pads drin. Ja, ich würde Sven das zutrauen, nur Pads. Und den ganzen Scheiß ausspart. Oder aber, wir messen das gezielt aus. Ja. Und können das dann mit einem Feder da einfach reinsetzen. Ja. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Und hier das Stück auch. Absolut. So, dann verleihen wir das. Und dann sind wir fertig. Alter, dann können wir heute noch das Bett bauen. Schönes PVC aussuchen. Ja. Dann legen wir die Platten, wenn die fertig sind. Ich hätte gern so, weißt du was, ich hätte gern so ein Kinder-PVC. Ja, wirklich, so ein Kinder-PVC ja, okay. mit so einer Straße drauf, ja, weißt genau. du? Diese Spiel. Ja, oh Gott, aber da gibt es auch... Die gibt es übrigens auch originalgetreu mittlerweile, ne? Da gibt's, kriegst du ganze Berliner Bremerhaven. Hansestadt. Müsst du aber online bestellen. Wobei, ich glaube, die Leute finden das nicht lustig, wenn da jemand mit Transporter kommt, der so einen Kinderteppich da drin hat. Das ist, glaube ich, nicht cool. Das könnte vielleicht... Das könnte schief gehen. Ja. Ja, und hier habe ich noch ein Bett. Oh Gott. Das wird, nee, ich glaube, das schneide ich raus. Ich glaube, das finden viele Leute nicht lustig. Also, alter Vater, Alter. Ich habe gerade 50 Abonnenten verloren. Gott. Das veröffentliche ich nicht. Das schneide ich. Oh Gott. 100 Abonnenten verloren. Okay, was machen wir denn als nächstes? Jetzt können wir noch easy mit einer Schablone arbeiten, oder? Eigentlich ja. Indem wir einfach hier Karton nehmen. Ich hole mal ein Teppichmesser. Karton. Vorsicht, ist scharf. Dorian, erzähl mal, was machst du denn jetzt? Ich verstehe das nicht, was du da machst. Ja, wir bauen jetzt meinen Bus aus. Das Besondere dabei ist, wir haben noch nicht mal so einen richtigen Plan, wie wir das machen werden. Also wir packen jetzt erstmal eine Bodenplatte rein als Grundlage, als Basis, um darauf alles andere aufbauen zu können. Wenn die Bodenplatte richtig zugeschnitten ist, werden wir das Ganze nochmal am Rand isolieren und wir werden eine PVC-Platte gleich noch im Baumarkt kaufen und die auch nochmal da drauf kleben, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Die Platten, die wir verwenden, sind eigentlich nicht dazu geeignet, diese in einem Transporter einzubauen, weil man eigentlich diese Multiplex, heißen die, ne? Platten verwendet, die nicht so die Feuchtigkeit ziehen. Jetzt ist es so, ich habe mit Paul gesprochen, das ist auch ein Kitesurfer, und der hat seinen kompletten Wagen damit so ausgebaut, mit dem Billigholz, mit diesen Bodenverlegeplatten. Er hat das seit 5 Jahren bei sich im Transporter drin und es hat nicht gegammelt und kein Wasser gezogen oder sowas. Und es ist deutlich billiger als diese Multiplex-Platten. Und deswegen machen wir es genau so mit dem Holz, was eigentlich dafür nicht geeignet ist. Und ja, der Plan für heute ist eigentlich nur den Boden zu machen, ne? Ich muss so viel schneiden, Alter. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Pappe genommen, damit wir die mal ranhalten und zuschneiden können, damit wir wissen, wie wir die nächste Holzplatte formen müssen. Scheiße. Dorian muss arbeiten, dann übernehme ich. Hier spricht Dorian von Kaltbacken. Moin. Den Pass schickst du zurück, aber müsste passen. Passt genau nicht. Dann kannst du es hier ranhalten und hier einfach mal lang schneiden. Also indem du das, die Pappe einfach biegst. Ich hätte jetzt hier, das genau. Das erst, als allererstes. Ja, ja, aber jetzt. Das hätte ich nämlich zum Schluss gemacht, ehrlich gesagt. Aber dann kannst du es reinlegen und leichter schneiden. Ja. Die Breite können wir nochmal genau nachmessen, ja, sonst auch, ne? Hatte ich auch gerade gedacht in dem Moment. Das Schöne ist ja bei der Pappe, da hat man ja diese Lamellen. Also hat man eigentlich eine schöne gerade Linie, an der man langziehen kann. Stimmt. Wer schon mal Teppich verlegt hat, ist ungefähr das gleiche hier. Es macht auch keinen Spaß. Scheiße, was soll ich nicht drauf? Ah. Steffen, du weißt schon, dass wir mit meinem Transporter. Oh Mann, ey. Das ist ja gar kein Problem. In meinem Bus kannst du nicht stehen, Mann. Das stimmt ja nicht mit dir. Du hast immer gesagt, du kannst hier drin stehen. Ja, ich bin ja auch 1,70 groß. Ich kann überall stehen. Ah. Manchmal frage ich mich, ob das weniger wehtut, wenn ich Haare hätte. So, was haben wir jetzt hier? Lass mal gucken. 19,5, das wird schon eng. Ja, dann legen wir den PVC drüber und dann machen wir alles mit Silikon dicht, die Ränder. Ja. Würde ich sagen. Das kann ja ruhig ein bisschen... Ich fahre morgen Nacht nach Fehmarn. Vielleicht schaffen wir noch ein Bett einzubauen. Das ist schon wieder los. Ich wollte feulen den ganzen Tag. Ach, wolltest du schön feulen den ganzen Tag? Ja. Da habe ich kein Elbe und Flut und dann wollte ich feulen gehen morgen. Also ich wollte morgen nach der Arbeit gehe ich in Bremen aus Wasser. Morgen kurz. Ist Freitag, ne? Morgen ist Freitag. Morgen wollte ich in Bremen kurz aus Wasser. Dann packe ich mein Auto und fahre Freitagnacht los. Schlaf von Freitag auf Samstag im Auto. Was denn? Als hättest du mein Gesicht gesehen. Ja. Hast du das gar nicht. Und schön geraden Schnitt machen. Suchst dir eine Lamelle aus und du. Alter, das ist ja so. Die schlagen sich die Hände über den Kopf. Letztens, einer hat mal geschrieben, Alter, wenn man sich das anschaut, wie du die im Keller baust, der meint, Alter, 2 linke Hände und 10 Daumen. Echt? Ja. Ich habe auch vor dem Moment am meisten Angst, wenn wir das gleich zugeschnitten haben und das da reinlegen. Ja. Wir haben jetzt anhand der Schablonen den Boden zugeschnitten und jetzt gucken wir, ob das alles passt. Hier ist weniger als da. Da müssen wir ein bisschen wegnehmen. Boah, Junge, das sieht so geil aus. Dass wir den neu machen. Ja, wir müssen jetzt echt nachdenken. Der passt generell nicht. Nee, nee, dann passt der ja wieder nicht. Oh nein. Oh, das passt aber dicke nicht. Nee. Aber die ist hier, Steffen, die ist hier rausgesprungen, deswegen, guck mal. Steffen, kannst du mal erklären, was wir falsch gemacht haben? Ach. Mann, musst du noch in der Wunde bohren? Ja. Davon können die Leute lernen. Wir haben gar nichts falsch gemacht. Das ist bei mir im Keller nämlich genauso passiert. Wir haben nichts falsch gemacht. Das waren die anderen. Also es gibt ja eine Nut. Offensichtlich, was ich nicht wusste, weil ich die Platten einfach nur reingeschmissen habe und da hat alles definitiv sofort gepasst, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass Nut und Feder hier ein bisschen asymmetrische Maße haben. Das heißt hier die Feder, wenn man das sieht, von vorne wahrscheinlich,
ist eine Seite höher als die andere. Das heißt, man muss genau gucken, wie rum man die Platten legt. Und das darauf, weil ich es eben nicht wusste, weil es zufällig passte, da haben wir nicht drauf geachtet, als wir die Teile zugesägt haben. Und wie es der Zufall so will, passt es natürlich nur einmal zufällig und das zweite Mal nicht mehr. Ich hab dich genau im Blick, Junge. Fahr nicht gegen mein Auto. Ja, GLS Pakete kommt. Ja, Pakete kommen, Pakete werden abgeholt. Und ja, jetzt haben wir zumindest das Glück, dass wir nur eins nochmal neu aussägen müssen. Nämlich genau das Stück ganz hinten links in der Ecke. wir haben einfach wahnsinnig viel Glück. Boah, das ist so schön. Alter. Das ist perfekt, Mann. Ja, aber hier ein Silikon. Ja. Ja, ja, das ist da perfekt so. Silikon drauf und dann ja. Und verklebt. Das ja, ich wollte da mit Bootslack drüber, über die Kante rüber. Steffen, Flitterwochen, ne? Schön im Transporter mit deiner Frau zusammen. Ja. Was hältst du davon? Dass sie hier vibe, guck mal, was ich gemacht habe für uns. Okay, wir haben jetzt fünfmal die Platte rausgehoben. Genau, wir haben fünfmal die Platte rausgehoben, weil wir das zu groß gesägt haben und wir mussten jedes Mal immer ein Stückchen wegnehmen am Material. Lieber ein bisschen weniger wegnehmen als zu viel. Richtig. Nur die Platte wiegt auch ein bisschen. Komm, jetzt heb ich die mal rein. Dann sieht es aus, als ob ich das richtig gemacht hätte. Ja, die sind wieder falsch rum, aber das ist nicht schlimm bei dem Bauteil. Aber es passt. Das kann man schon mal so sagen. Sieht man, dass ich handwerklich nicht so geschickt bin? Ich bin halt eher so der Nachdenker. Ich du bist bin so, ja so der Programmierer. Weißt du, ja, nee, ich bin eher so der Typ, der auf dem Bau die Gebrauchsanweisung liest und nicht richtig anpackt. So, passt. Optimös. Okay. Ja, guck mal, komm, mache ich das. Oh, das sieht so gut aus. Ja. Schade, dass es kein Teamwork war, sondern dass du das alles gemacht hast. Dann kann man noch arbeiten, ne? Ja, aber das machen wir später, wenn wir das alles nochmal sauber verlegen. Steffen, guck mal, ich weiß nicht, wie du da gesehen hast. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, das war so angezeigt. Das war 1:1 von der Schablone übernommen, ne? Hattest du denn wirklich, als du das gemacht hast, warst du echt am Überlegen, auf meinem Auto irgendwo so eine Form hat? Mann, was soll das für ein Auto sein, Mann? Das ist ein Delfin, ey, Mann. Ey, weißt du was? Wenn wirklich mein Auto so von innen aussehen würde, dann wäre das der echte Beweis dafür, dass das Auto schon mal in derben Unfallschaden hatte, der repariert wurde. So, komm, ich mach das jetzt mal. Hier hängt ein Kleiderhaken. Ja, das ist für Neos. Damit ich mein Neo nicht vergesse. Übrigens, wo ist der denn? Junge! Was brauchen wir? Silikon? Wollen wir das richtig schön dann auch richtig die Kanten richtig ja. Eklig zuschmieren? Ja. Silikon ist eine richtige Sauerei, ne? Also ich hab. Also normalerweise macht man das alles mit Silikon. Gerade in Nassräumen und so. Ich habe ja meinen ganzen Laminat habe ich mit Acryl versiegelt. Ja. Weil das ein bisschen handzahmer ist. Da kannst du so einen lang mit dem Finger einen lang streichen, das kannst du bei Silikon halt nicht. Da hast du alles, weiß ich nicht, Silikon ist nochmal so ein Ding für sich, das muss man richtig können, ich kann's nicht. Ja, denn wir machen es simpel. Simpel und billig. Ja, aber ich würde es trotzdem mit Silikon machen. Okay. Ich will, also... Das Problem ist, nur, der Boden wird sich auch ein bisschen bewegen, ne? Ne, den kleben wir ja fest. Ich meine, der ganze Boden wird sich bewegen, ja. was den Rand und Silikon angeht, das meine ich. Okay. Ne, wir würden jetzt, wie gesagt, also ich PVC, dann legen wir das umgekehrt auf den umgekehrten PVC, zeichnen das an, schneiden irgendwie das ab, das überall gut einen Zentimeter überlappt, hier vielleicht sogar ein bisschen mehr und da hinten. Dann legen wir den Boden rein, kleben den fest. Ja. Dann legen wir den PVC rein.
richten den aus. Ach so, der muss ja auch fest, ne? Wie kleben wir den denn fest? Mit doppelseitigem Klebeband. Wir haben jetzt 17 Uhr, wir müssen Kette geben. Ich würde es geil finden, wenn wir den Bordhalter noch fertig bekommen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, das wird nichts. Oh. Okay. Aber... ich glaube, du brauchst hier gar nichts anderes. Du hast noch so viele Haken. Du kannst hier einfach die Haken reinhängen und dann die Kitebacks. Du brauchst hier gar keine große Stange oder so. Du hast recht. Mega gut. Ich habe doch diese Fleischerhaken von Ikea. Ja. Richtig fett, Mann. Ja, hol mal welche.